Guten Morgen. Hallo, morgen. Es ist 2 Uhr und wir werden jetzt gleich von einem Minibus abgeholt und fahren auf den Mount Batur. Wir sind jetzt losgelaufen hier auf dem Mount Batur. Der ist ca. 1700 Meter hoch. Wir wollten es eigentlich ganz alleine machen, aber uns wurde gesagt, das ist verboten. Seit 2000 ein Paar umgekommen ist beim Aufstieg, weil der Vulkan ausgebrochen ist. Also es ist noch ein aktiver Vulkan. Jetzt laufen wir hier in so einer, ja, Gruppe hoch und es ist sau viel los, sehr, sehr touristisch. War absehbar, aber es wird hoffentlich trotzdem cool. Eine halbe Stunde unterwegs und also der Weg ist wirklich easy zu finden und man hätte es, denke ich, locker ohne Guide machen können, denn es hat uns bisher auch noch keiner nach einem Guide oder Ticket oder irgendwas gefragt. Wir haben gerade einen kurzen Stopp gemacht an so einer Tafel und da stand, dass der Vulkan zwischen 1804 und 2026 mal ausgebrochen ist. Seitdem ist nichts mehr passiert. Guckt euch mal an, wie viele Leute da hochlaufen. Oben angekommen. Also es war gar nicht so anstrengend, wie wir gedacht haben, und der Weg war eigentlich auch gar nicht so lang. Es ging wirklich. Ja, und jetzt genießen wir den wunderschönen Ausblick. Guckt euch das mal an. Ja, die Sonne geht jetzt langsam auf. Mit 100.000 anderen Leuten. Aber es ist trotzdem sehr schön. Jetzt können wir auch noch mal den Weg besser filmen, den wir vorhin hochgelaufen sind. Fazit zur Tour? Mein Fazit zur Tour lautet, der Ausblick war wirklich wunderschön. Also sowas haben wir noch nie gesehen. Das war Wahnsinn. Die Wolken unter einem und dann die Sonne im Hintergrund und dann noch die Berge und echt, also wirklich super schön. Und so anstrengend war es auch ehrlich gesagt gar nicht, da hochzulaufen. Ich dachte echt, oh Gott, ob wir das schaffen? Aber es ging wirklich gut. Also, von unserer Tour hat es fast jeder geschafft. Ja, eine Frau hat bei der Hälfte abgebrochen, die konnte nicht mehr. Und ansonsten waren wir alle oben. Von mir gibt's 4 Sterne. 4 Sterne? 1 Stern Abzug, genau, weil es einfach viel zu voll ist und viel zu. Heute machen wir echt das volle Touri-Programm. Wir sind jetzt im Monkey Forest angekommen und ja, gucken mal, ob die Affen uns anspringen, angreifen. Wir haben schon mal alles weggepackt, die Sonnenbrillen und alles, was lose ist, und hoffen, dass die Kameras uns nicht weggenommen werden. Crazy if we
Fazit aus dem Affenwald ist auf jeden Fall ganz lustig. Die Affen springen hier überall frei rum. Der kostet zwar Eintritt und ist ein abgegrenzter Park, aber die können auch raus, weil der Zaun nur 2 Meter hoch ist. Und von mir gibt's 3 von 5 Sternen. Ja, denke ich auch. Also es ist auch natürlich sehr touristisch hier, aber eigentlich ganz schön angelegt mit dem Wald. Und ja, die Affen sind wirklich frei, die können auch, also rumspringen, wo sie wollen. Wir haben hier hinten gerade außerhalb vom Affenwald eine Affenmutter gesehen mit einem frisch geborenen Jungen. Da war die Nabelschnur noch dran, die hat sie gerade abgebissen, wir wollten das gerade filmen. Dann kam aber vermutlich der Vater aus dem Gebüsch hinten angerannt, hat uns angefaucht, sodass wir dann besser weitergegangen sind. Das Video gestern Abend leider nicht mehr beenden, deshalb holen wir das jetzt nach. Wenn euch der Ausblick vom Mount Batur gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Vulkan bestiegen habt. Ja, genau. Wir packen jetzt unsere Sachen noch fertig und verlassen dann die Unterkunft, werden so in 2 Stunden abgeholt, weil es dann weitergeht. Bis im nächsten Video. Ciao! Never.